Hallo zusammen, herzlich willkommen bei uns im Garten-Gemüse-Kiosk. Ich bin die Jen und das ist jetzt hier der zweite Teil unseres Gartenrundgangs Juli. Falls ihr den ersten noch nicht gesehen habt, hier oben verlinkt, den gab es letzte Woche Sonntag. Den einen Teil vom Garten haben wir uns ja letztes Mal schon angeschaut, aber das ist nicht alles. Wir haben ja noch einen anderen Teil und den werden wir uns heute zusammen anschauen. Letztes Mal haben wir pikiert, heute werden wir auf jeden Fall noch aussehen. Und ihr Lieben, 100.000! Wow, das ist der Wahnsinn! Als mein Gärtner und ich damals mal angefangen haben mit YouTube, ein bisschen Rezeptvideos, ein bisschen Gartenrundgänge, für uns selber auch dokumentieren, was hier so passiert, haben wir nie im Leben dran gedacht, dass das mal so groß wird. Aber ohne euch wäre es das auch nie geworden. Also vielen, vielen lieben Dank. Wir haben uns auch was ausgedacht, was wir euch zurückgeben möchten. Aber das lasse ich noch ein bisschen spannend. Das werdet ihr mitbekommen, was wir uns da überlegt haben, womit wir uns bei euch auch ein bisschen bedanken möchten. Vielen lieben Dank für eure Treue, für eure Motivation und auch für den Austausch. Liebe Community, herzlichen Dank. Lasst uns zusammen mal schauen, was es hier im Garten jetzt noch zu sehen gibt. Los geht's. Beginnen wir doch direkt mit dem versüßenden Teil des Gartens. Ich habe hier Stachelbeeren und wir haben jetzt zweierlei Stachelbeeren im Garten. Einmal die, die wir immer schon hatten. Die sind jetzt noch nicht so wirklich reif, die brauchen noch ein bisschen. Und ich habe dank der Tina, die mir letztes Jahr auf dem YouTuber-Treffen in Erftstadt eine fast stachellose Stachelbeere geschenkt hat, jetzt schon Stachelbeeren. Die sind nämlich auch schon reif, zumindest die oberen. Hier und da ist mal eine kleine Stachelgeschichte, beziehungsweise eine Dorne heißt es ja, glaube ich, eigentlich korrekt. Aber insgesamt sind doch schon einige da, die jetzt schon geerntet werden können. Besonders die kleine Gärtnerin, wie bei euch wahrscheinlich auch, freut sich sehr darüber, dass sie hier selber, ohne sich zu pieksen, ernten kann. Ebenso wird regelmäßig beerntet bei uns die Heidelbeere, die bei uns auch ohne Probleme wächst. Wir haben verschiedene Sorten da stehen, die stehen zusammen, natürlich im sauren Boden. Und die beschneiden wir nicht, die lassen wir einfach wachsen und freuen uns jedes Jahr über die immer größer werdende Ernte. Und ebenso freuen wir uns auch über die stachellose Brombeere. Ich glaube, sie heißt Beusenbeere. Ich habe das Etikett nicht mehr gefunden. Die macht ja so Früchte, die sehen aus wie eine Mischung aus Brombeere und Himbeere. Die werden recht dunkel und sehr groß und sind sehr, sehr aromatisch. Also eine ganz besondere Geschichte hier im Garten, die ich nicht mehr missen möchte. Was auch wunderbar ist jetzt zur Beerenzeit, ist natürlich auch die reichhaltige Ernte an Josterbeeren. Die wuchern ja wie nix. Also die Mischung von Johannes und Stachelbeeren, die Josterbeere. Aber auch Johannisbeeren, die schwarze, die rote, die weiße, haben wir auch hier im Garten vertreten. Ebenso die Auzebeere, die etwas dunkler ist und noch ein bisschen aromatischer. Ich finde, wenn man einen Garten hat, so mit der Zeit, dann kann man sich eine große Vielfalt wachsen lassen und sich jedes Jahr in der Sommerzeit an der Beerenvielfalt erfreuen. Ob jetzt auf dem Kuchen oder entsaftet oder als Gelee oder wie man eben möchte. Was macht ihr denn am liebsten mit euren Beeren? Schreibt uns das gerne in die Kommentare. Vom Obst zum Gemüse. Jetzt schauen wir mal, wie es bei Hochbeet Nummer 1 und bei unserem Gewächshaus aussieht. Hier stehe ich jetzt bei unserem Hochbeet Nummer 1 und vor mir seht ihr eine Reihe Sommerporree, Hillary, und erfahrungsgemäß reicht diese Reihe für uns auch aus. Wir haben so viel Vielfalt, das funktioniert, das reicht aus. Daneben steht eine Reihe Petersilienwurzel, die probieren wir jetzt gerade mal aus. Und daneben stehen nochmal zwei Reihen Möhren, Möhre, Sommerporree, Mischkultur, ihr kennt das, das funktioniert hier auch ganz schön. Und neben den Möhren, da steht noch eine Reihe Zuckerschoten, okay, zugegebenermaßen, die sind jetzt schon größtenteils um, sag ich jetzt mal. Da hängen noch ein paar dran, wir können die noch beernten. So langsam kommt da ein bisschen der Mehltau, aber noch lassen wir sie hängen. Danach, im Anschluss, sollen da die Gurken reinkommen, die ihr letztes Mal gesehen habt, letzte Woche in dem Gartenrundgang Teil 1. Da haben wir ja die etwas später rausgesät und dann noch ein bisschen zurückgehalten, sodass wir die jetzt demnächst, da wo die Zuckererbsen jetzt noch stehen, Zuckerschoten, dass wir die da reinsetzen können und dann hoffentlich bis in den Herbst hinein beernten können. Mal sehen, ob das klappt. Und jetzt geht's weiter mit unserem Gewächshaus. In unserem Gewächshaus hier haben wir noch zwei Kohlpflanzen stehen. Es ist aber Zeit, dass die jetzt ganz, ganz schnell abgeerntet werden. Schönen Krautsalat werde ich bestimmt draus machen. Haben wir schon mal im Video gezeigt, hier oben, falls ihr es nicht kennt. Und im Gewächshaus drin wachsen die Melonenpflanzen, die sind gut angewachsen. Ich denke, Fruchtansätze sollten jetzt ganz bald kommen. Bisher habe ich noch keine entdeckt. Was sehr, sehr schön wächst, ist Thymian, sind Petersilie. Die werden regelmäßig berupft und beerntet und wachsen ganz schnell nach. Das ist sehr, sehr schön und da freue ich mich auch total drüber.
Und was wir noch im Gewächshaus stehen haben, ist natürlich die Arola, also unsere Schlangengurke. Und da kam jetzt öfters die Frage von euch, ist meine Gurke irgendwie komisch, kaputt, sollte ich sie rausnehmen? Ich habe hauptsächlich männliche Blüten. Wir haben unsere mal untersucht und geschaut. Natürlich haben wir an den zwei Pflanzen auch viele männliche Blüten. Vielleicht als Tipp, falls es damit zusammenhängen könnte, die Seitentriebe, die die Gurke bildet, nicht abschneiden oder abknipsen. Bei uns haben wir festgestellt, dass die weiblichen Blüten meistens ein bisschen später kommen und vor allen Dingen gerne in diesen Abzweigungen. Mal ausprobieren, vielleicht ist das ja eine Lösung. Falls ihr noch eine andere Lösung wisst, lasst es uns und die Community gerne wissen. Hier im Gewächshaus habe ich auch Pepino-Pflanzen stehen, unter anderem zwei violette, eine gelbe. Die gelbe hat hier schon Blüten, die violetten noch nicht. Ich erinnere mich, letztes Jahr war es auch recht spät mit der Blütenbildung. Bisher haben sie noch nichts. Ich hoffe, da kommt jetzt bald noch was. Drücken wir mal einfach die Daumen. Weiter geht's hier auf der Seite. Schauen wir mal, was da in den Beeten steht. Direkt neben dem Gewächshaus haben wir eigentlich hier zwei Phänomene. Zum einen ist es relativ schattig geworden. Wir haben recht große Bäume in der Nachbarschaft, was auch schön ist, was aber für den Gemüseanbau eigentlich eher schwierig ist. Da ist Sonne ganz super. Hier in dem Beet, wo es halbschattig ist, wachsen allerdings wunderbar gut die Salatgurke. Tanja, so eine Landgurke, die wächst hier ganz toll. Die rankt sich hoch an diesen Estrichmatten hier. Die haben auch schon etwas länger. Die sind verzinkt und rosten so gut wie gar nicht. Also eine sehr einfache Lösung mit viel Effekt. Wobei, wenn sie jetzt hier so hochranken, müssen wir schon ein bisschen darauf achten, wo die Früchte lang gehen. Die wachsen dann gegebenenfalls schon mal durch das Gitter. Muss man vorher gucken. Ansonsten haben die so eine ganz merkwürdige Form. Aber nicht nur die Landgurke Tanja wächst hier halbschattig ganz gut, sondern auch ein paar Mangoldpflanzen oder Borage und auch die Buschbohnen gedeihen hier. Wunderbar. Es gibt also eigentlich immer Lösungen für bestimmte herausfordernde Beete. Und der zweite Aspekt, den ich eben schon angesprochen habe, ist, hier ist es unheimlich grün. Wir haben hier einfach nicht gemulcht, weil wir nicht genügend Material hatten. Und siehe da, was macht die Erde? Die Erde will nicht nackt sein, sie möchte bedeckt sein. Und wenn sie keinen Mulch hat, dann macht sie es eben selber. Dann lässt sie jede Menge Beikräuter hochschießen. Das hat sie hier auch gemacht. Die Erde ist grün. Und ich sehe zwischendurch auch noch Gemüsepflanzen, Mangold, Borage-Pflanzen, die Buschbohnen. Aber es wächst auch alles mögliche andere. Ach, sieh da, da ist noch eine Petersilie. Wäre also mal Zeit, hier aufzuräumen. Weiter geht's mit Hochbeet Nummer 3. Da drin haben wir die Buschbohnen und genau die Gurken. Hochbeet Nummer 3. Letztens sind wir noch hier lang gegangen. Es war jede Menge Grün und keine Bohnen. Und jetzt sind die Bohnen da. Das sind die Buschbohnen, die Grüne, die Sachsa. Ich ernte die auch gerne, wenn die noch recht klein und schmal sind. Und ja, ernten im Hochbeet ist einfach Luxus. Gerade für unsere Oma ist es wunderbar. Die liebt auch die grünen Bohnen, auch wenn die klein sind. Und wenn sie im Hochbeet wachsen, ist es einfach total bequem, komfortabel. Es spart auch Energie und es ist absolut empfehlenswert. Wir lieben es. Auch die Kombination der Vorgebirgstraube, der Gewürzgurke zusammen mit der Buschbohne hier im Hochbeet ist absolut empfehlenswert. Die Gewürzgurke, die vorne runterrankt, die hat schon so viele kleine Gürkchen dran. Vielleicht wäre es noch eine interessante Info, wenn ihr das nicht längst schon wisst. Die Gewürzgurke, wenn sie auch kleiner ist, eignet sich perfekt auch als Snackgemüse, auch für Kinder. Lediglich, dass sie die kleinen Stachelchen, die sind nicht wirklich stachelig, die ist einfach rau. Die muss man ein bisschen abrummeln, aber dann hat man eine sehr knackige, leckere Snackgurke direkt aus dem Garten, direkt auf den Teller oder am besten direkt in den Mund. An den Buschbohnen liebe ich es auch, dass ich regelmäßig immer wieder neue Bohnen hier rausholen kann. Also die kann man wirklich jetzt eine ganze lange Weile immer wieder beernten. Muss es sogar auch tun, weil immer wieder neue kommen. Ich will ja nicht, dass sie ganz, ganz groß werden und dass die inneren Kerne dick werden. Ich möchte sie als Buschbohne ganz zart am liebsten ernten. Besonders schön ist, wir lassen ja unsere Hochbeete rotieren. Wir haben ja vier Hochbeete stehen. Das eine Nummer 4 habt ihr letzten Sonntag gesehen. Nummer 1 habt ihr eben gesehen. Das ist Nummer 3. Nummer 2 schauen wir uns gleich an. Und genau diese Kombination von Buschbohnen und Gurken wandert so wie sie ist einfach nächstes Jahr in ein anderes Hochbeet weiter. Und wenn das hier mal alles abgeerntet ist, dann kommt entweder Spinat oder Feldsalat hier rein. So ein Hochbeet kann man wunderbar mehrfach im Jahr bestellen und beernten. Ihr wisst schon, wir lieben es einfach. Also auf zu Hochbeet Nummer 2.
Das eben besagte Hochbeet Nummer 2 ist dieses hier. Und das ist auch genau das Hochbeet, was am Anfang im Jahr die Frühbeethauben drauf hatte, wo wir die frühen Kohlsorten, Spitzkohl, frühen Wirsing, aber auch jede Menge Blumenkohlpflanzen drin hatten. Dazu Salate, Kohlrabi und halt eben auch rote Beete. Das hat als erstes richtig viel frisches Gemüse geliefert dieses Jahr. Jetzt haben wir hier ein bisschen was nachgepflanzt. Zum einen pflanzen wir immer wieder Salate nach, wenn wir welche rausgenommen haben. Wir haben noch die roten Beeten hier drin, relativ viele Kräuter auch, Petersilie und Schnittlauch unter anderem. Dabei sind Gurkenpflanzen zum Runterranken hier eingepflanzt, eben aber auch noch die Bohne, die Flageoletbohne, hatte ich euch auch schon mal erzählt. Stangensellerie hatten wir noch über, Rettichpflanzen sind auch mit dabei und Mangold, genauso wie den Spinat, den Okinawa-Spinat, haben wir auch hier drin sitzen. Also eine ganz schön bunte Mischung. Und hier vor mir sieht es vielleicht für euch ein bisschen wüst aus, aber selbst obwohl es hier so schattig, halbschattig, schattig geworden ist, scheint doch noch eine Menge zu gelingen. Hier vorne direkt haben wir Kartoffeln eingepflanzt, die dürfen wir auch bald mal beernten. Daneben stehen Zucchini-Pflanzen, die wir auch schon regelmäßig beernten. Daneben haben wir eine ganz bunte Mischung an einem Mangoldwald, wo sich nicht nur die Oma freut, sondern wir auch. Es ist optisch mega schön, es ist in der Küche super wunderbar. Mit Mangoldblättern kann man ja doch eine ganze Menge anstellen. Ein kleiner Extra-Tipp, gerade Mangold gedeiht super in schattigen Beeten. Das haben wir jetzt ganz oft ausprobiert und es funktioniert. Also wenn ihr schattige Beete habt und euch fragt, was ihr denn da anbauen könnt, probiert es mal mit Mangold. Außerdem stehen hier noch einige Reihen diverser Kartoffelsorten, wo wir jetzt ein bisschen ausprobieren. Wir haben einfach, glaube ich, ein paar mehr Sorten gehabt, die wir vorgezogen haben, vorgekeimt haben. Und die möchte ich natürlich auch mal probieren. Also ab in die Erde, bisher klappt das gut. Außerdem haben wir noch Jakonpflanzen hier in den Beeten. Wir haben auch noch Fenchelpflanzen dabei, rote Beete geht ja auch ganz gut schattig. Und in dem sonnigsten Teil dieses alten Gemüsegartens haben wir auch noch ein paar Kohlpflanzen gesetzt. Blumenkohl funktioniert dieses Jahr einfach ganz wunderbar. Bisher haben wir recht viel aus dem Gewächshaus und eben auch aus den Hochbeeten geerntet. Jetzt so langsam wird es Zeit, auch die Blumenkohlköpfe aus dem Beet zu beernten. Und natürlich sieht ein Blumenkohlkopf vielleicht nicht ganz so schön aus wie der nächste. Das ist für uns aber kein Problem. Dann ernten wir halt zwei und bereiten die zu. Aber insgesamt ist der Blumenkohl dieses Jahr doch schon sehr herausragend gut. Neben dem Blumenkohl haben wir ein ganzes Feld, hätte ich schon fast gesagt, ein Beet vollstehen mit Weißkohl. Wir haben vor, dieses Jahr ein bisschen mehr zu fermentieren. Sauerkraut im Glas, das Video dazu kennt ihr bestimmt, falls nicht und es euch interessiert, schaut gerne mal rein. Fermentieren ist eine ganz wunderbare Sache der Haltbarmachung, ohne dass, ja, dass man das Gemüse herabwürdigt oder herabsetzt. Es kommen ja noch mal mehr Mikronährstoffe hinzu, mehr Vitamine. Also fermentieren ist eine ganz schöne Geschichte und ein Feld, was ich glaube noch nicht richtig entdeckt worden ist oder vielleicht wiederentdeckt werden möchte. Neben dem Weißkohl haben wir noch auf den letzten Drücker noch schnell ein paar Zucchini-Pflanzen eingesetzt und vielleicht erinnert ihr euch, früher stand da mal ein riesengroßer Kirschlorbeer, der ist jetzt dort rausgekommen. Wir haben jede Menge andere Nistplätze für Rotkehlchen und Co. Hier haben wir jetzt noch die Maispflanzen eingesetzt und mal schauen, wie die jetzt mit dem Boden zurechtkommen. Angeblich kann man Mais ja mehr oder weniger überall pflanzen. Der ein oder andere Oldschool-Gärtner wird sagen, so, der Garten ist bestellt, wir fangen an zu ernten und gucken mal, wie die Saison so läuft. Unserer Meinung nach ist jetzt auch noch eine gute Zeit, um das ein oder andere auszusehen. Chinakohl, rote Beete, Mangold und Co. Da gibt es ja noch eine ganze Menge mehr. Was genau das alles ist, habe ich auch nicht immer im Kopf, muss ich ganz ehrlich zugeben. Mein Mann ist nicht immer parat, aber wir haben einen Aussaatkalender, da haben wir alles aufgeschrieben und den hole ich jetzt mal. Hier in unserem Aussaatkalender haben wir einiges aufgelistet, was wir in dem jeweiligen Monat aussehen, mit welchen Keimtemperaturen, wo wir aussehen, auf welche Art und Weise und für welchen folgenden Platz wir aussehen, wenn die Jungpflanzen dann groß genug sind. Wir haben jetzt im Juli einiges an Salaten hier stehen, aber auch Fenchel, Asiasalate, Mangold, Radicchio, diverse Kohlarten wie Kohlrabi, Chinakohl, Brokkoli, Blumenkohl und so weiter. Aber auch die Lauchzwiebeln könnte man jetzt aussehen, ebenso rote Beete oder auch Möhren und die Steckrübe und Buschbohnen, dicke Bohnen und natürlich auch Kräuter sind auch mit dabei. Also es ist einiges aufgelistet. Ich habe jetzt mal ein bisschen reingelesen, um euch mal einen groben Überblick zu geben, was wir jetzt aussehen können. Ihr seht schon, ich habe so ein kleines Setting vor mir. Es ist wieder Aussaatzeit und wir werden jetzt
ein Saatgut in die Erde bringen, was bei zwei Sorten sehr, sehr, sehr gleich aussieht. Vielleicht habt ihr es schon mal in den Händen gehabt. Genau, ich meine Mangold und Rote Beete. Wenn man da das Saatgut in der Hand hat, kann man es eigentlich nicht unterscheiden. Für die Aussaat brauche ich natürlich Erde. Ich habe hier eine alte Erde aus der Dampfschubkarre, die ist einfach abgecycelt. Aber da die recht viele grobe Teile enthält, werde ich die erstmal durchsieben und dann direkt in die Quickpots bringen. Los geht's! Ich habe jetzt hier zwei Quickpot-Platten vorbereitet. Einmal eine mit mehreren kleinen Förmchen, da kommt dann gleich die Rote Beete rein. Und diese hier mit größeren Förmchen, da kommt der Mangold rein. Pro Förmchen kommt gleich ein Saatgutkorn rein. Und wir ziehen die Pflanzen vor und werden die dann, wenn sie groß genug sind und bei Bedarf, immer mal wieder in die Beete reinstecken. Zum Beispiel, wenn der Kohl abgeerntet ist oder wenn die Bohnen abgeerntet sind, dann pflanzen wir immer ganz gerne versetzt nach. Ich beginne jetzt mit der Roten Beete. Ich habe mir schon Schilder geschrieben, damit ich das nicht verwechsel. Mangold gleich, Rote Beete jetzt. Ich mache mir einfach ein paar Pflanzlöchlein mit dem Pikierstäbchen. Da verteile ich gleich das Saatgut, drücke die an und dann werde ich sie angießen. Das Angießen zeige ich euch gleich noch. Gerade wenn es so warm ist, dann mögen es einige Kulturen eher mit kühlerem Wasser angegossen zu werden. Gerade Kohlpflanzen oder Salatpflanzen, für die ist das sehr wichtig. Und das kann man recht einfach mit dem Gartenschlauch realisieren. Plopp, plopp, plopp. Letztes Mal im Gartenrundgang haben wir schon drüber gesprochen, Aussaaten im Hochsommer. Ich muss mich auch immer wieder neu dran erinnern. Aber der Trick ist ja, dass wir sie zur Keimung halbschattig stellen, kühl angießen und wenn sie dann gekeimt sind, dann dürfen sie auch an sonnige Plätzchen wandern. So, die erste Platte ist gefüllt, wunderbar, dann kommt die nächste. Jetzt nicht vertauschen, Rote Beete zur Seite, Mangold zu mir und das gleiche nochmal. Vielleicht fragt ihr euch, warum die Mangoldpflanzen jetzt die größeren Töpfchen bekommen. Das hat mein Gärtner mir erklärt, er sagte, die bleiben eventuell, je nachdem, bisschen länger in diesen Töpfchen und dann haben sie mehr Erdvolumen, können mehr Wasser speichern, können einfach länger drin stehen bleiben, ohne dass ihnen was fehlt. Das ist jetzt der bunte Mangold, der hat ein wunderschönes Farbenspiel. Wir haben bei uns ja im Sortiment den roten Mangold und den bunten Mangold als Mischung. Und jetzt geht's ans Angießen, einmal auf den Boden damit. Ich habe jetzt hier unseren Gartenschlauch mit diesem Sprühaufsatz in der Hand. Der geht bei uns an eine Pumpe. Das Wasser kommt von unter der Erde, ist also recht kühl. Allerdings liegt der Schlauch jetzt schon eine Weile. Es ist also warmes Wasser drin. Das lasse ich erstmal raus. Habe ich eben schon gemacht. Und dann schaue ich, dass ich mit dem kalten Wasser unsere Aussaaten schön angießen kann. Tomatenpflanzen oder Paprika oder Auberginen fänden das jetzt gar nicht so schön. Die haben lieber warmes Wasser. Aber für unsere Aussaaten ist das jetzt genau das Richtige. Wassermarsch. Jetzt wird es wahrscheinlich 1 bis 2 Wochen dauern, bis die Pflanzen gekeimt sind und dann, wenn sie 3, 4 Wochen alt sind, dann dürfen sie schon ein bisschen größer sein. Aber für die ersten 1, 2 Wochen kommen sie jetzt an ein schattiges Plätzchen und danach dürfen sie dann auch in die Sonne. Öfters erreicht uns die Frage, muss ich denn eigentlich alles vorziehen? Bei euch in den Videos sehe ich, dass ihr alle möglichen Pflanzen vorzieht. Muss ich das machen? Ja und nein. Das kommt drauf an. Und im Endeffekt ist es ja deine eigene Entscheidung, ob du es vorziehen möchtest oder nicht. Wir ziehen recht viel vor, einfach aus verschiedenen Gründen. Einer davon ist beispielsweise gerade jetzt, zu der Zeit, wo es feucht ist, wo es warm ist, wo es viel regnet, wo die Schnecke die Hochsaison hat. Einfach, dass wir die Pflanzen erstmal zu einer Größe bringen, wo sie überhaupt die Möglichkeit hat, eine Schnecke zu überleben.
Wenn ich direkt ins Beet aussehe, da kommt ein Sprössling hoch, dann kommt da abends die Schnecke vorbei, hat Hunger, schwupps, ist die ganze Pflanze weg. Wenn die Pflanze ein bisschen größer ist und die Schnecke kommt abends vorbei, dann habe ich noch die Möglichkeit zu sehen, ah, da ist eine Schnecke unterwegs, hier muss ich heute Abend mal schauen und gucken, ob ich die Schnecke erwische und woanders hinbringen kann. Und meine Pflanze kann trotzdem weiterleben. Das ist gerade jetzt im Sommer für uns so einer der Hauptargumente. Es gibt aber auch Pflanzen, die wir grundsätzlich in der Direktaussaat in die Erde bringen, wie zum Beispiel Schwarzwurzeln, Haferwurzeln, Möhren, Pastinaken, also Wurzelgemüse. Was wir euch in diesem Gartenrundgang noch nicht gezeigt haben, was jetzt noch fehlt, das sind die Tomaten und die sehen wir uns jetzt an. Lange, lange, lange habe ich gewartet und mich darauf gefreut, dass die Tomaten endlich groß werden und wir sie beernten können. Wir sind auch schon am Ernten und wir haben sie schon genossen, probiert, für gut befunden und die dürfen gerne weiter wachsen. Wir freuen uns auf eine reiche, reiche Tomatenernte. Wir haben verschiedene Standorte in unserem Garten-Gemüse-Kiosk hier für die Tomaten. Im Video letzte Woche habt ihr schon gesehen, wie sich die Freilandtomaten entwickelt haben. Und hier stehen jetzt geschützt Sorten, die das auch brauchen, geschützt. Also hier einmal unterm Carport, aber auch an der Hauswand entlang geschützt, stehen auch noch einige Sorten. Vor mir habe ich jetzt hier die Czerny-Prinz-Tomate, also die Prinzentomate, die Ananas-Tomate, die Saint-Pierre-Tomate. Vor mir stehen diverse Paprikapflanzen, Snack-Paprika Flynn, Gewürzpaprika türkischer, die Jalapeno ist dabei. Und an der Hauswand entlang stehen noch mehr Sorten. Es ist ja immer sehr, sehr schwer, wie bei Kartoffeln auch, sich auf bestimmte Sorten ja, zu einigen und zu sagen, die kommen rein in die Anbaufläche und die anderen machen vielleicht das Jahr da drauf. Also mir geht es das immer so, es ist sehr schwer. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Wir haben uns jetzt letztendlich entschieden für verschiedene Sorten. Unter anderem dabei ist die Cleota Yellow, die Saint-Pierre, die Osiris, die Goldene Zarin ist dabei, das sibirische Birnchen ist auch dabei. Und auch da haben wir noch wieder eine Prinzentomate mit angebaut. Und ich habe noch so eine Versuchstomate mit in einem Beet angebaut. Es ist auf jeden Fall wieder sehr, sehr spannend zu schauen, wie entwickeln sich die Pflanzen, wie werden die Früchte und ja, wie sehen sie hinterher aus und wie schmecken sie auch. Was wir auch jedes Jahr immer gern praktizieren, ist, an der Hauswand entlang vor den Tomatenpflanzen haben wir Tontöpfchen mit verschiedenen Kräutern stehen. Und in den Bottichen, wo die Tomatenpflanzen drin sind, sind auch Kräuter und auch Blumen. Vor allen Dingen die Gewürztagetes ist optisch als auch olfaktorisch, also vom Geruchssinn her, ein wirklicher Hingucker. Das lohnt sich auch sehr. Da stehen Basilikumpflanzen, da steht Petersilie, Schnittlauch, da steht aber auch Dill, also verschiedenste Variationen. Das finden wir immer ganz schön. Es ist Sommer und ich hoffe, dass der Gartenrundgang euch Freude bereitet hat, euch auch motiviert hat und inspiriert hat. Vielleicht habt ihr noch was gefunden, was ihr aussehen möchtet. Das würde uns sehr, sehr, sehr freuen. Wenn es euch gefallen hat, dann quittiert uns das gerne mit einem Daumen nach oben. Und wenn ihr möchtet, lasst uns auch gerne einen Kommentar unter dem Video da. Wir sind sehr, sehr aufgeregt. Wir sind sehr dankbar. Es ist so ein aufregendes Jahr bei uns. Und dass wir gerade jetzt die 100.000 erreicht haben, ja, das berührt uns schon sehr. Also Daumen hoch an euch und vielen, vielen lieben Dank. Lasst euch überraschen, was wir uns für euch ausgedacht haben. Ihr habt gesehen, bei uns im Garten ist die dicke Bohne abgeerntet. Wir lieben die dicke Bohne, wir essen sie sehr gerne, deswegen bauen wir sie auch einfach zweimal im Jahr an und das funktioniert auch. Also nach der dicken Bohne ist für uns auch vor der dicken Bohne und im Anbau für den Herbst hat sie in der Regel auch weniger Läuse. Deswegen für euch verlinkt einmal hier oben unser Video zum Anbau der dicken Bohne für den Herbst und hier unten auch nochmal verlinkt, falls ihr es noch nicht gesehen habt, den ersten Teil dieses Gartenrundgangs. Viel Spaß bei euch im Garten. Bis demnächst. Macht's gut. Ciao.